Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und an meiner Seite die Nike. Heute kommen wir zum großen Test und Fazit von Outriders. Genau, von diesem Spiel hier. Wir beziehen uns aber in diesem Video erstmal nur auf die Kampagne, also auf die komplette Story, meistens gespielt im Singleplayer. Ja, denn die Story haben wir hauptsächlich im Singleplayer gespielt, die Nicke ausschließlich. Mhm. Ich habe gelegentlich meine Lobby aufgemacht oder öfters dann irgendwann ab der Hälfte habe ich angefangen und habe immer in der offenen Lobby gespielt. Manchmal ist jemand reingekommen, aber meistens sind die Leute auch nicht besonders lang geblieben. Deshalb habe ich doch hauptsächlich allein gespielt. Genau, das Endgame machen wir dann in einem besonderen Video, weil ansonsten wird das Video wahrscheinlich zu lang. Genau, weil das Endgame ist eigentlich sehr auf den Multiplayer ausgelegt. Man kann es auch alleine spielen, aber alleine kommt man, glaube ich, ziemlich schnell an seine Grenzen. Ja, sehr schnell. Ja, deshalb, und es macht auch nicht so viel Spaß irgendwie dann, weil es doch sehr grindlastig ist am Ende. Und das ist einfach cooler, wenn man es mit mehreren Leuten spielt. Genau, und da kommen wir schon zum ersten Punkt der Story. Um was geht es bei Outriders? Bei Outriders geht es darum, dass die Menschheit den Planeten zerstört hat, beziehungsweise der Planet Erde zerstört wurde, immer mehr Naturkatastrophen aufgetreten sind und sich dann der Rest der Menschheit zusammengeschlossen hat und sich dafür entschieden hat, ein Raumschiff zu bauen und damit auf den Planeten Enoch überzusiedeln. Und der Planet Enoch war, ich glaube, die sind 80 Jahre oder so geflogen, gell, oder 85 oder 75. Genau, ja. Die waren ziemlich lang unterwegs. Mhm. Gell? Und dann sind die auf dem Planeten Enoch angekommen. Und gerade am Anfang, ich würde sagen, das ist noch relativ spoilerfrei, was ich jetzt sage zum Anfang, weil du kommst auf dem Planet Enoch an und plötzlich bricht Chaos aus. Die Befehlskette bricht zusammen, funktioniert nicht mehr richtig. Es werden Leute erschossen und dann wirst du von einer Art Krankheit befallen und wieder in den Kryoschlaf versetzt. Denn diese 70 Jahre, die sie geflogen sind zu dem Planeten, wurde überbrückt, indem alle Leute in so eine Art Kryoschlaf versetzt wurden. Also die haben praktisch geschlafen in Eis. Ja, genau. In dem Raumschiff und sind dann auf den Planeten Enoch oder in die Umlaufbahn des Planeten Enoch gebracht worden. Oder Enoch. Enoch, sag ich immer. Enoch. Ja, ich habe mir Enoch gesagt, weil der Enoch steht. Aber die sagen auch Enoch. Ja, stimmt, Enoch. Enoch. Ja, dann bist du auf dem Planeten Enoch und musst rausfinden, was geht da ab. Genau. Und dann kommen wir nämlich auch schon anschließend, wenn das ganze Tohuwabohu so ein bisschen vorbei ist, wacht man vorher auf oder nachher? Also niemand wacht auf. Man kommt rein, kämpft da und dann hat man ja diesen Prolog, sag ich mal, wo man so ist. Und dann wird man doch geweckt, Kurzzeit. Genau. Dann wirst du in diesen Schlaf versetzt, dann wirst du geweckt und dann wirst du in eine Art Todeszone praktisch geschoben. Genau, und dann wirst du so rausgescheucht von den Rebellen, du stellst dann fest, es gibt eine Rebellenfraktion und es gibt die ECA. Also die europäische und amerikanische. War das nicht? Ja, die ECA war so ein Zusammenschluss von den Ländern, die das Raumschiff gebaut haben und halt übersiedeln wollten. Und eine halbe Million Menschen haben sie, die haben es mit auf die Flores genommen. Genau, die Flores. Die Flores ist ein Raumschiff. Genau, und ihr seid dann auf dieser freien Ebene und dann kommt ihr so das erste Mal eigentlich in den Kontakt. Also ihr könnt dann praktisch nach dem Prolog eine Klasse aussuchen. Und das Klassensystem ist praktisch wie folgt. Ihr habt vier Klassen zur Auswahl. Den Assassinen, der eigentlich recht nahkampflastig ist, hat auch was mit Unsichtbarkeit und sowas zu tun. Dann gibt es den Verwüster, ich habe mir immer einfach den Erdbändiger genannt, er macht viel mit Erde, kann man auch Nahkampf spielen, aber ist eigentlich, glaube ich, eher so ein Verteidiger, würde ich fast sagen. Ja, der Verwüster hält sehr viel aus, kann so ein Schild machen und so, der ist so die tankige Klasse, würde ich sagen, ist so der wahrscheinlich am meisten aushält. Oder genau. Ist eher so tankig. Dann gibt es noch den Technomanten, der Technomant hat ein Geschütz dabei, was er denn auf die Erde schmeißen kann, was dann ihr Ding von alleine macht. Und dann haben wir natürlich noch den Pyromanten, der, wie der Name schon sagt, ein Feuerherr ist oder eine Feuerdame. Je nachdem, weil ihr könnt nämlich auch euren Charakter selbst gestalten, ob Männlein, ob Weiblein, ob lange Haare, ob kurze Haare, ob mit oder ohne Tattoos. Ja, es ist praktisch so, würde ich sagen, Pyromant und
Assassine sind so die zwei Damage-Dealer-Klassen, ja, genau. So die DDs. Der Technomant ist dann sowas, im entferntesten Sinn wie so ein Supporter wahrscheinlich. Mhm. Und der Verwüster ist halt der Tank praktisch. Das sind so die Klassen. Aber es ist auch nur so, so lala. Also man kann die nicht so ganz einordnen, würde ich sagen. Also, weil es halt nicht wie in so einem MMO ist oder so. Nee. Man hat nicht so diese speziell festgelegte Rollenverteilung. Genau, also ihr habt natürlich in diesem Klassensystem dann eure Anomaliekräfte, die da angepasst sind nach diesen Klassen. Ihr habt dann auch innerhalb dieser Klassen jeweils noch drei Bäume, also einen Baum mit drei Ausgangsdingern. Und da ist es dann auch wieder, glaube ich, abhängig, wie man halt spielen möchte. Ob man viel mit Anomalie spielen möchte, also mit den Kräften, die ihr habt, ob ihr besonders auf die Schusswaffen gehen möchte. Das hast du ja gemacht. Ich habe ja eher auf Anomalie gespielt. Und da ist eigentlich viel dabei, fand ich. Und also ich habe jetzt alle vier Klassen auch ausprobiert und habe erst gedacht, der Assassine wäre genau meins, weil Nahkampf, aber ich kam überhaupt nicht klar mit dem. Ich habe mich dann auch für den Pyromanten praktisch entschieden. Ja, es ist sehr schießlastig, sage ich mal. Also ich könnte es mir auch als Nahkämpfer relativ schwer vorstellen, weil man hat ja immer seine Waffen dabei, man schießt viel. Hat dann noch so Anomaliekräfte, also der Pyromant ist vielleicht sowas, was man in so anderen Spielen vielleicht ein Magier wäre. Der hat so die Fähigkeiten, der hat so auf mittlere Distanz, so der ist ich jetzt find, nicht so der super Fernkämpfer. Ja. Gut, wenn man natürlich. Ist so ein Allrounder, finde ich, so ein bisschen. Ja, also du so kannst praktisch mit dem spielen, wie du willst. Ja, ich habe meinen auch so ein bisschen geskillt, erstmal auf die Schusssachen, also da gibt es so spezielle Skills, dass dann das Schießen einfach nochmal verstärkt ist, so dass du Feuerkugeln hast, richtige, die sehr viel Schaden machen, aber du halt aktiv zielen musst. Du kannst dann aber auch so skillen, dass du mit den Skills, mit denen du auch in gewisser Form zielen musst, gell, aber die treffen den Gegner relativ gut, wenn man so in die Richtung schießt. Ich glaube, die haben so ein bisschen Aiming auf den Gegner auch so, gell? Ja, das Coole ist halt auch, wenn ihr den Gegner mal nicht trifft, dann ist es nicht so, dass die Abklingzeit sofort startet, sondern dann sagt das Gegner nicht in der Nähe und ihr habt praktisch den Versuch nochmal, genau, den ihr machen könnt. Genau, man kann das nochmal versuchen. Also eigentlich trifft man mit den Skills die Gegner meistens. Ja. Ist eher, außer man zieht jetzt auf einen hinten und wollte einen anderen treffen, das kann natürlich passieren, aber in der Regel. Und da ist auch gleich die Spielmechanik an sich. Also man hat diese verschiedenen Klassen. Und das Interessante ist, warum er jetzt auch nicht diese klassischen Rollenverteilung hat, wie jetzt Healer, Tank, Damage-Dealer. Denn eigentlich kann sich jeder selber heilen. Also es heilt sich auch jeder selber. Ihr heilt euch einfach, indem ihr kämpft und indem ihr eure Skills benutzt. Man kann zum Beispiel mit dem Pyromanten, mit dem ich ja jetzt eigentlich nur gespielt habe, kann man so Lebensabsaugung machen. Ansonsten heilt man sich aber mit allen Skills. Wenn man die Gegner so mit irgendeinem Skill erwischt, kriegt man immer Leben zurück. Zum Beispiel, wenn die brennen oder sowas. Genau, ist wenn das die ja brennen, dann kann man noch skillen. Du kriegst extra Leben dazu, wenn der brennt. Und dann gibt es auch noch auf den Waffen so verschiedene Skills. Es gibt zum Beispiel Waffen mit Lebensentzug. Die eine habe ich immer gern benutzt. Ich hatte immer eine Waffe mit relativ viel Lebensentzug drauf. Und wenn man dann einfach auf den Gegner drauf schießt, kriegt man automatisch Leben. Und wenn man dann noch einen Skill benutzt, kriegt man nochmal extra Leben. Also da kann man sich sehr gut heilen. Dann das Kampfsystem kann man ein bisschen mit Gears of War vergleichen. Es ist auch aus derselben Spieleschmiede. Also People Can Fly haben ja auch Gears of War gemacht. Und das merkt man so ein bisschen erstmal an der Brutalität. Das ist schon sehr, also es geht schon richtig zur Sache so. Man kann die Gegner ganz schön auseinandernehmen. Auch die Story ist sehr düster. Ich finde aber auch die Story, die wirkt am Anfang so wie so ein Standard, was man so kennt. Und die wird eben halt mit jedem Schritt, die du auf Enoch gehst, wird die immer schlimmer, finde ich. Also die wird immer, ich habe mir das Schädel aufgeschrieben, die Story nimmt an Ernsthaftigkeit drastisch zu, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, am Anfang blickt es schon so ein bisschen durch, wenn da so die Verzweiflung ausbricht und der eine dann so abgeknallt wird und dann denkst du, oh Gott, was geht denn jetzt ab und so, was muss ich machen? Und dann wird es aber doch immer ernster und ist auch sehr düster. So ja, also. Ja. Das ist schon eine coole Story, ein cooles Spiel für Erwachsene, sage ich mal. Obwohl, also mit 15 hätte ich es wahrscheinlich auch gern gespielt oder 14, weiß ich nicht. Aber was man machen muss, um die Story komplett mitzunehmen, finde ich, man sollte alles, was man findet, nochmal lesen. Also der Charakter sagt zwar ungefähr so ein bisschen, was in dem Text vorkommt, wenn ihr Notizen findet, weil ihr könnt Notizen und alles Mögliche finden, aber ihr müsst das halt durchlesen. Das geht eben halt einem, besonders die eine Notiz ging mir so unter die Haut, da habe ich mir gedacht, ey, wenn die das gezeigt hätten als Zwischensequenzen, weil sowas gibt es an sich nicht so richtig. Natürlich hat man, wenn man Charaktere trifft, aber dann, wenn ihr spielen wollt, lest die Notizen.
Ja, die Notizen sind wirklich wichtig, das stimmt. Man findet immer so Tagebucheinträge, und dann bekommt man auch manchmal einfach so Einträge, wenn man irgend so eine neue Umgebung trifft. Aber gerade die Tagebucheinträge, die sind immer sehr interessant und verraten viel über die Story, weil sobald man die aufsammelt, redet der Charakter so kurz drüber, aber es ist nur so eine sehr knappe Zusammenfassung. Ja. Der erzählt dann, also du bist mit Headset immer mit deinem Team verbunden, so, also der redet immer mit denen und du hörst die auch. Und der sagt denen dann so, ich habe hier was gefunden über eine alte Ruine oder so. Scheinbar hat es der und der geschrieben. Und das war es dann im Prinzip schon. Und da bietet sich's immer an, dass ich habe es dann meistens direkt gelesen. Das war immer witzig, wenn jetzt Leute mir gejoint sind und so. Und ich habe dann die Sachen gelesen, dann sind die meisten wieder rausgegangen. Und die dann gedacht haben, ich stehe rum oder so. Aber das war mir dann egal. Ich wollte die Story genießen, weil ich finde sie gut, die hat mich interessiert. Und die Sachen bieten halt sehr viel Hintergrundwissen. Also ein bisschen muss man lesen. Die Texte sind noch nicht so lang. Das ist dann so eine Seite, gell, ungefähr. Ja, also es kommt immer drauf an. Also ja, es ist ja nicht so. Die Berichte von Ärzten zum Beispiel sind ein Stückchen länger. Ja. Tagebucheinträge, die werden immer ein Stückchen länger, je nachdem, wie lange ihr mit den Charakteren zu tun habt. Da kommt eben halt immer so ein Block dazu. Stimmt, oder zu den Hauptcharakteren, da wird das immer mal ergänzt oder auch zu Gegnern. Genau, was da passiert wird, passiert ist und sowas. Da lohnt es sich durchaus auch manchmal mehrfach reinzugucken. So klar, kriegt man das natürlich mit. Es wird nur um die Sachen ergänzt, die ihr auch erlebt habt in der Story. Aber es ist mir ganz cool, dass die dann so erweitert werden. Ja, das stimmt. Mhm. Warst du durch mit der Mechanik? Ja, ach so, ganz kurz noch, stimmt, zu diesem Gears of War Ding, wo ich gesagt habe, woran man das merkt, sind natürlich so ein bisschen die Waffen, wie die sich verhalten und dann, dass wir dieses in Deckung gehen und das Rennen so über die Deckung springen und so. Das ist so sehr Gears of War Stil. Aber durch die ganzen Fähigkeiten, die man hat und dass man auflevelt, das unterscheidet sich dann halt doch wieder sehr davon im Spielprinzip. Auf den ersten Blick denkt man so, ah, Gear ist cool. Aber dann ist es doch anders. Aber ich mag das Kampfsystem sehr. Also gerade das, erst ist es komisch, ganz am Anfang fand ich es ein bisschen eigenartig. Da passiert viel, da explodiert und brennt überall was. Und die Gegner, die haben mich sehr oft umzingelt. Stimmt, da kann man auch direkt auf die KI eigentlich kommen. Die KI ist relativ schlau, so von den Gegnern. Also wenn man nicht aufpasst, gerade wenn man alleine spielt, sind die ganz schön mies. So, dann muss man wirklich aufpassen, dass man eher hinten bleibt und nicht reinrennt einfach. Gerade die Speer und sowas, also die gehen dann auch richtig in Deckung und warten dann, bis ihr wieder rauskommt und sowas. Also das ist teilweise echt, und wenn die euch haben, dann haben die euch. Ja, das ist halt auch das Fiese. Es gibt so Scharfschützengegner und die machen wirklich sehr viel Schaden, wenn die einen treffen. Aber es kommen auch immer Shotgun-Gegner und so Nahkämpfer. Und gerade diese Shotgun-Typen, die kommen halt erbarmungslos auf euch zugestürmt. Und wenn ihr nicht aufpasst, ruckzuck seid ihr mal umzingelt und dann da kriegt man manchmal so viel Schaden, dass man ruckzuck tot ist. Dann ist es wirklich gefährlich, sich da wieder hochzuballern praktisch mit den Leben. Ja, aber da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar der Schwierigkeitsgrad des Spiels. Es ist recht interessant, weil an sich hat man ja 15 Schwierigkeitsgrade, wenn man das so nimmt. Ja. Weil man hat nämlich ein Weltstufensystem. Das heißt, ihr sammelt nicht nur XP, um euren Charakter hochzuleveln, sondern auch, um eure Weltstufe zu erhöhen. Eure Weltstufe wird erhöht, wenn ihr bestimmte Abschnitte abschließt, Quests abschließt und sowas. Und wenn ihr die abschließt, könnt ihr in die nächste Weltstufe gehen, wo dann die Gegner auch wieder im Level stärker sind natürlich. Und so könnt ihr hin und her regulieren, weil ihr dann, wenn es zu schwer sein sollte, nehmen wir mal an, ihr seid auf Weltstufe 5 und ihr habt einen Gegner, ihr packt den nicht, dann stellt ihr einfach die Weltstufe nach unten. Also ihr könnt euren Schwierigkeitsgrad hin und her switchen, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel, ich glaube, der erste heißt Laser, oder? Der erste Schwierigkeitsgrad. Das sind die Gegner immer nur auf Level 1 oder so und dann könnt ihr einfach nur, wenn ihr die Story genießen wollt, einfach praktisch. Nee, da haben die immer denselben Level wie man selbst. Ach so. Und irgendwann fängt es, ich glaube, ab Level 5 oder so fängt es dann an, dass die Gegner dann ein Level höher sind als ihr, aber ihr kriegt praktisch auch so einen unsichtbaren Level dazu, weil sobald ihr auf einer Stufe spielt, wo die Gegner ein Level höher sind als ihr, droppen die auch Gegenstände, die höher sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Level 10 seid und ich glaube ab Schwierigkeitsgrad 5 ist es oder so, 5 oder sogar ab 3 schon, dass die Gegner dann eine Stufe höher sind, dann droppen die ab der Stufe 11 Gegenstände. Aber wenn ihr die Weltstufe einmal erreicht habt, habt ihr auch das Recht, die Sachen anzuziehen, die eine Stufe über eure aktuellen Stufe sind.
Und das ist ganz interessant. Und am Anfang habe ich das nicht so gerafft und habe einfach gespielt. Und meine Weltstufe ist immer gestiegen. Und am Anfang ist es noch nicht besonders aufgefallen, wenn die mal ein Level höher sind oder so. Aber irgendwann so ab Level, wo ich so Level 15 war und ich dann so die Weltstufe hatte, dass die Gegner 3 Level über mir sind, da habe ich es auf einmal gemerkt, weil die Gegner sehr viel ausgehalten haben. Weil es lag einfach daran, meine Waffen waren Stufe 15, ich war Stufe 15 und die Gegner hatten aber Stufe 18. Und ich konnte aber auch 18er Waffen benutzen, hatte aber noch keine. Und da war es echt knackig dann zu der Zeit. Also da muss man aufpassen. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich da ein bisschen gegrindet habe oder so, oder halt den Weltstufenlevel immer so angepasst habe, dass meine Waffen halt auch passen. Also ich habe, wenn ich den Prolog mitzähle, nur eine Klasse Prolog, habe ich 60 Stunden ungefähr. Ich habe aber alles nur einmal gemacht und ich war auch nicht grinden. Also ich habe wirklich durchgezogen. Ich habe dann auch die Weltstufen nach unten gestellt, wenn es nicht weiterging. Und ja, deswegen habe ich da nichts nebenbei gemacht. Ich habe halt alles gelesen, was ich gefunden habe. Ich habe jede Nebenquest einmal gemacht. Ich habe nichts doppelt gemacht. Ja, ich habe manchmal so ein paar Nebenquests nochmal gemacht oder den einen oder anderen Boss ein paar Mal gelegt. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich 60 Stunden hatte. Es ging doch relativ zügig, wie ich so durch die Level marschiert bin. Wenn ich mir so vorgenommen habe, da bin ich relativ gut vorangekommen. Aber 50, 60 Stunden, ja, so würde ich auch schätzen ungefähr. 2 Nebenaufträge fehlen mir noch, also in der normalen Welt. Und am Ende hatte ich Weltstufe 14 dann, also der, ein bisschen was geht, 15 was Maximum. Aber jetzt haben wir mal kurz so einen Multiplayer-Abstecher gemacht zusammen und dadurch sind wir jetzt, da ist es dann auch nochmal anders mit dem Level-System, genau. Dann kann man nochmal wesentlich höher kommen. Weil theoretisch ist das Maximum, müsste Level 42 sein. Also eigentlich geht es bis Level 30. Nur man kann Der Charakter geht bis Level 30. Aber mit der Weltstufe kann man ja dann seine Rüstung noch erhöhen und alles. Und wird dann praktisch noch stärker. Also kann besseres Equip anziehen. Und es war dann am Ende so 41. Und da ich 14 hatte, 15 wäre das Maximum gewesen. Also müsste es im normalen, regulären Game, wenn man jetzt nicht dieses Endgame mit dazu nimmt, so ist bei 42, glaube ich, Schluss, zumindest vom Ausrüstungsgrad her. Weil da steht dann, du bist Level 38 oder so und das kommt dann immer darauf an, wie stark deine Rüstung halt ist. Wenn du halt viel 38er Sachen dann hast, bist du halt 38 und so. Bist dann weiter 40, 41. Ja, ich denke so 50 Stunden, 50, 60 Stunden roundabout. Also ihr könnt natürlich auch durchrennen. Das geht natürlich dann auch schneller. Ja, okay. Wenn man natürlich die Weltstufe immer unten lässt. Ja, und wenn man nichts liest und sowas. Ja, dann kann man es wahrscheinlich auch in 20 oder 30 Stunden schaffen. Ja, also wenn man alleine spielt, dauert es natürlich auch viel länger. Ja, alleine ist teilweise schwer. Vor allem, wenn man die Weltstufe einfach immer mitlevelt die ganze Zeit. Mhm. Dann, da gab es Stellen, da habe ich auch manchmal 2 Stunden gehongen oder so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gedacht, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann habe ich die Weltstufe runtergestellt, aber das hat mich irgendwie so geärgert, die Weltstufe runterzustellen. Ja, es macht halt irgendwie was mit einem, wenn man die, also ich wollte es auch nie die Weltstufe nach unten stellen, aber dadurch, dass ich halt spiele, wie ich spiele normalerweise nicht sowas, also mir ist das alles völlig fremd, was da eine MG ist und so ein Zeug, dann versuche ich natürlich auch auf jeden Endgegner genau meine selbe Strategie zu machen, wie immer. Und deswegen dauert das Zeit. Ja, einmal habe ich auch oben geskillt dann, habe ich gedacht, ich probiere es mal aus, weil das ist auch cool, man kann jederzeit umskillen und es kostet auch nichts. In den meisten Spielen kostet es ja immer ein bisschen was, so seinen Talentbaum zurückzusetzen. Das ist hier völlig kostenlos und das ist eigentlich cool, weil dann kann man rumprobieren, so was liegt einem denn mehr. Und ja, so habe ich dann rausgefunden, okay, ich schieße hauptsächlich, also skill ich meinen voll auf Schießen und so. Ja, und dann geht es eigentlich schon weiter mit der Grafik. Grafik ist an sich, ja, angepasst, würde ich sagen. Also, wenn wir bessere Fernsehs hätten, wären die wahrscheinlich auch noch besser gewesen, würde ich jetzt meinen. Also, ich habe bei mir jetzt sogar einen Unterschied schon gesehen zu dir. Ich habe aber auch schon einen Unterschied gesehen von der PS4-Version, weil ich damals die Demo auf der PS4 gespielt habe, zur PS5-Version. Ach, und übrigens, falls ihr die Demo gespielt habt, oder wenn ihr euren Charakter irgendwohin mitnehmen wollt, das geht. Aber es geht wohl nur innerhalb dieses Konsolen-
Ökonomie oder was auch immer. Ökosystem, genau. Also ihr könnt jetzt nicht, wenn ihr auf der PS4 anfangt, ihr könnt nicht mit dem Charakter mit auf die Xbox nehmen oder so. Also das geht nicht. Alles andere ist natürlich, ist klar. Aber von 4 auf 5 hat genau, von 4 auf 5 oder von 1 auf die X, das ist ja klar, ist ja alles online gespeichert. Und du konntest deinen Charakter von der Demo übernehmen. Ja? Genau, also den konnte man auch übernehmen. Du hättest natürlich auch neu machen können. Ich glaube, man konnte 5 oder 6 Charaktere allgemein machen. Und ja, hat sich ja dann angeboten. Wenn ihr dann zum Beispiel die Demo gespielt habt, dann könnt ihr auch im Hauptspiel praktisch die Demo direkt überspringen. Ach ja, also, das kann man überspringen. Genau. Man kann direkt am Storypunkt, weil man kann seine Storypunkte immer auswählen. Wenn man jetzt irgend so ein, ich habe den einen Boss relativ oft geledet. Also bin ich immer an den, weil irgendwann habe ich dann so gedacht, soll ich echt mal einen anderen Storypunkt springen? Und dann habe ich es mal ausprobiert und es hat funktioniert und ich konnte dann später auch wieder an die Stelle zurück, wo ich war. Das Einzige war, die Gegner sind dann halt wieder da. Also wenn wir jetzt... Und die Schnellreisepunkte sind irgendwie weg. Aber er hat sich schnell wieder durchgekämpft. Ja, aber die Grafik, würde ich sagen, die ist schon ziemlich gut. Also mir hat sie gefallen. Es läuft sehr flüssig, also das merkt man auch. Also diese 60 FPS, die spürt man, würde ich sagen. Also es läuft doch sehr flüssig. Ist jetzt auf der... Also ich habe es auf der Series X gespielt. Denke ja auf der PlayStation 5, aber es... Also man sieht auch schon einen Unterschied von der PS4 auf die PS5, dass das Wasser klarer ist, dass die Tiefen schärfer sind, dass allgemein die Grafik besser ist. Was mir nur nicht gefallen hat, das haben die, ich weiß nicht, was das ist, die Zähne sehen teilweise sehr ekelhaft aus, finde ich. Ja, also ist mir auch bei dir aufgefallen im Spiel. Also ich habe da dann irgendwann drauf geachtet, weil ich die so eklig fand oder so eklig weiß. Oder mir haben die Zähne einfach nicht gefallen. Ich habe mich immer gefragt, was machen die mit den Zähnen? Ja. Teilweise die Fingernägel, die sahen auch ganz komisch aus. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich hatte mir so Handschuhe halt an. Ja, ansonsten, ja, die Welten sehen sehr cool aus. Auch gerade mit diesen ganzen Spiegelungen und mit der Anomalie, die dann immer auftritt. Also sieht schon sehr... Sieht schon sehr cool aus. Ich bin dann auch mal rumgeraten. Boah, die sieht so cool aus. Aber ist angepasst wahrscheinlich auf die, auf die neueste Konsolengeneration. Das glänzt, das funkelt. Ja, genau. Sieht schon gut aus. Die Level an sich sind ich finde, die sind so ein bisschen schlauchig irgendwie aufgebaut. Also man hat zwar schon so eine Weite, wie man gucken kann, man hat aber doch so einen relativ vorgefertigten Weg, den man so geht. Der sich so durchzieht durch die Level. Also irgendwo ist dann immer Schluss am Rand und du läufst so durch. Was ich jetzt aber nicht schlimm fand, weil ich finde es ganz gut, dass man findet immer so Kisten und so, wenn man rumläuft und findet viel Loot. Aber man muss ja nicht so eine riesen Spielwelt haben praktisch, wo man immer komplett in alle Richtungen. Das fand ich eigentlich ganz cool. So am Anfang war man natürlich ein bisschen, bin ich immer so an den Rand gelaufen, geht's hier nicht weiter und so. Aber man gewöhnt sich halt schnell dran und merkt, ach, es ist entspannt, du kannst halt durchlaufen. So. Du musst nicht stundenlang so hin und her rennen und irgendwas erkunden. Und das fand ich eigentlich wieder immer ganz erfrischend. So. Generell hat es viele so Punkte gesetzt, so mit diesen Welten, also die Weltstufen, das Kampfsystem und auch diese Level wieder back to the roots praktisch. Also ja, das war eigentlich gelungen. Ja, und was auch sehr cool ist, was mir jetzt sofort aufgefallen ist, das Waffendesign. Aber nicht das Waffendesign von den Standardwaffen, sondern von den legendären Waffen, weil die immer wie so eine Charakteristika haben drauf, was dann auch angepasst ist. Wenn jetzt zum Beispiel es gibt eine Waffe, die ist so, wenn ihr, ja, so Blitzgegner, würde ich fast sagen, oder so einen veränderten, weil ihr seid ja dann selbst praktisch auch verändert durch diese Anomalie trefft und er hat meinetwegen irgendwie Blitz drin, dann gibt es auch eine Waffe meistens noch, die dann auch einen extra Punkt hat, eine Spezialfähigkeit auf der Waffe und die sehen dann halt auch nochmal viel, also nochmal anders aus. Allgemein die anderen Waffen, die sehen meistens klobig aus, aber da haben sie sich echt ins Zeug gelegt und haben da, ich habe diese eine Waffe, habe ich nur auf dem Rücken gehabt, weil sie so schön aussah und weil sie perverse Gnade hieß. Und das haben sie echt cool gemacht, also mit diesem Waffendesign. Ja, die normalen Waffen, die ähneln sich ziemlich, gell, so alles bis lila. Ja. Es gibt also diese typischen Waffengrade, es gibt diese normalen weißen, gell, dann grün, blau, lila und gelbe. Und bis lila, die sehen sich relativ ähnlich so, also da hat man immer mal eine Waffe, die sieht genauso aus. Und die sind halt schon zufallsgeneriert und haben irgendwelche Skills drauf.
Aber die sehen ja, wie Gewehre aus. Und ja. So klobig, so ähnlich wie bei Gears. Als nächsten Punkt haben wir... Die Musik. Die Musik. Die Musik ist atmosphärisch, würde ich sagen. Also mir ist jetzt nichts so Besonderes im Kopf von den Liedern. Die musikalische Untermalung war je nach Dings. Also wenn es jetzt eher so ein bisschen tragisch war, dann war es so ganz langsam. Oder wenn einer gestorben ist, dann so Walking Dead mäßig, dass es dann leise wurde auch so. Dann war es so still. Ich war angepasst. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass sie jetzt schlecht war. Die Kampfmusik war natürlich ein bisschen mehr, gell? Die war actiongeladen. Also hast du irgendwas Besonderes bei der Musik festgestellt? Mir ist aufgefallen, dass die irgendwann halt voll da war. Also vorher war sie nur so dahingeplätschert und irgendwann mal dann fast so zum Ende kommt, so in den letzten drei Gebieten oder so, war die so laut. Also ich fand die extrem nicht drüber, aber im Gegensatz zum Rest des Spiels, habe ich mich immer gefragt, hatten wir immer Musik? Aber es war ja immer Musik da, aber da ist mir dann so, also es war plötzlich Musik da, also laut Musik. So ein dramatisches Ding, dass die dann immer mehr so dich aufgepeitscht haben und je mehr es zum Ende zugeht, umso mehr... Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur Synchro. Synchro-Deutsch ist ja immer gut. Was jetzt halt komisch ist, was ich bei der Synchro als komisch empfand, ist, ihr habt nur eine Damen-Synchro und eine Männer-Synchro für euren Charakter. Und deiner sieht halt aus wie ein Jüngling in den 20ern, dein Charakter, und er hat dieselbe Stimme wie meiner, der aussieht wie Waldschrat. Und das hat sich halt ein bisschen komisch angehört, aber das ist jetzt auch nur das, was mir jetzt aufgefallen ist. Also hat es eigentlich immer gepasst von der Synchro her, fand ich. Manchmal hat sie zu spät eingesetzt, am Anfang war sie teilweise noch Englisch. Ist mir jetzt, in der Demo, ja. Demo und im richtigen Spiel auch. Ich habe auch eine Stelle, wo sie auf einmal Englisch war. Genau, da war sie Englisch und du hattest sogar Englische Untertitel. Aber dann hat sich plötzlich wieder ins Deutsche reingewurschtelt irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben oder so. Ich glaube auch fast. Stimmt, ich kann nicht erinnern. Es gab mal eine Stelle, da war es auf einmal Englisch. Da habe ich mich auch total gewundert. Aber dann war es auch wieder weg kurz danach. Also es war nur während so einer Quest halt mal. Da habe ich nämlich auch gedacht, hä, was ist Englisch? Und dann war es aber wieder Deutsch. Ich fand die auch sehr gelungen. Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Die haben coole Stimmen ausgewählt, auch passend. Ja, klar, die passen jetzt natürlich auch, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber die waren auch emotional, die waren da. Die hatten, nachdem der eine Charakter, der ist so sehr sarkastisch und hat so ein bisschen schwarzen Humor, dem seine Stimme war auch gut gewählt. Also da gab es jetzt auch für mich nichts zum Aussetzen. Man musste nichts, also da musste man eigentlich nichts lesen, außer diese Tagebucheinträge. Gell? Das war ja alles komplett vertont in der Story so. Die haben ja immer geredet, die Leute, die man getroffen hat. Ja. Und man konnte auch mit denen reden. Das war eben halt dann das Grundgerüst, was die da geredet haben. Aber wie gesagt, ohne die Notizen ist das eben halt nur ein Grundgerüst. Ja, ganz ohne die Notizen bleiben doch noch mehr, deutlich mehr Fragen offen. Ja, aber die Synchronisation war schon top, also ich wüsste nicht, was man da jetzt hätte noch besser machen können. Mhm. So, ich weiß nicht, war alles dabei. Ja, und dann haben wir noch den Preis. Ja, der Preis, zum Preis kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich, weil ich habe mir einen Game Pass geholt und habe es im Rahmen des Game Passes gespielt. Also es ist aktuell bei der Xbox noch über den Game Pass verfügbar. Ja, also Normalpreis war ja an sich 80 Euro, glaube ich, 79,99. Ich habe es im Mediamarkt geholt, da hat es irgendwie nur 73 oder so gekostet. Also ich habe nicht den vollen Preis bezahlt. Ich glaube PS4-Version wahrscheinlich 70, also diese Standardpreise eben halt Next Gen 80, Last Gen 70 Euro. Ja, im Game Pass ist es halt auch drin, wenn ihr den habt, dann könnt ihr es halt kostenlos spielen. Ansonsten, die Demo ist natürlich auch kostenlos, die ist auch immer noch verfügbar. Das ist nicht so ein komisches Zeug mit zeitlich begrenzt, wer das eingeführt hat. Ey. Ja, das ist eigentlich dumm, vor allem wenn man eine Demo gemacht hat, warum die dann zeitlich begrenzt machen. Ansonsten haben wir noch Sonstiges. Sonstiges, ja. Es ist aktuell im Game Pass verfügbar, das habe ich schon gesagt. Also wer eine Xbox hat, jederzeit spielen, sofern ihr natürlich den Game Pass habt. Ja, ansonsten, also zwischendurch hatte ich immer mal so Hänger, wo ich gar keinen Bock mehr drauf hatte, irgendwie so richtig. Aber es liegt eben halt auch daran, dass ich alleine gespielt habe. Gewollt. Ich wollte mit jemandem spielen.
Nicht, dass da jetzt irgendwie jemand, ja, hinter mir bin ich und so. Nein, ich will das nicht. Nee, Nicke wollte unbedingt alleine spielen. Auch gestern haben wir mal ein Ründchen zu zweit gespielt. Da war sie schon schwer zu bezeugen davon erst. Aber dann haben wir doch gespielt. Und das ja, war gut, da war aber das Problem, dass ich mir gedacht habe, na toll, jetzt spiele ich einfach und nehme es nicht auf. Das ist so für mich Verschwendung gewesen. Das ist auch so, denke ich schon. Hättest du aufnehmen können. Ich habe es aufgenommen, aber... Ich habe sogar auch ein bisschen aufgenommen, mal einfach so zumindest sieht, wie mir das einrichtet, das Spiel. Also das ist auch cool, stimmt, das ist noch unter Sonstiges, haben wir noch gar nicht gesagt. Outriders hat Crossplay drin und man kann mit allen anderen zusammen spielen. Also PlayStation, Xbox, PC, man kann zusammen spielen und wir haben es getestet und es hat funktioniert. Also, genau, das kommt dann alles in unserem Endgame-Video praktisch, ja, genau, wie man da zusammen spielt. Also ich habe es mir damals nur gekauft, weil der da dran, da Square Enix, also ich habe es auch von Release, ich habe die Demo gleich am ersten Tag gespielt und Release habe ich einen Tag warten müssen, leider. Da habe ich erst später angefangen. Ich hatte zum Beispiel keinerlei Bugs. Also, was hatte ich denn für einen Bug? Den gestern, als wir gespielt haben, hatte ich den ersten Bug. Irgendwie, also sonst vorher. Ja, manchmal ist halt abgekackt, gell? Ja, ich hatte 2 Abstürze innerhalb von 60 Stunden, aber... Nee, innerhalb, wenn ich die komplette Demo zähle, dann sind es ja 70 Stunden. Aber nur an der einen Stelle. Zweimal im Bosskampf. Aber ansonsten hatte ich an sich keine Probleme. Viele hatten wohl am ersten Wochenende Probleme. Allerdings kamen die Probleme auch wahrscheinlich nur im Multiplayer. Ich habe ja nicht Multiplayer gespielt, ich war ja nur alleine für mich. Und da lief es eigentlich immer rund. Also ich konnte das auch gar nicht so richtig verstehen, dass sie sich dann an den ganzen Foren und so beschwert haben. Also ich hatte immer das Gefühl, dass man manchmal, wenn man jemanden reinbekommt, der, ich weiß nicht, ich habe dann gedacht, vielleicht hat er noch die alte Konsolengeneration oder so, weil wenn ich so alleine gespielt habe und habe Schnellreise gemacht, es ging alles sehr schnell. Du hast unten ja immer so einen Ladebildschirm und das war, weiß nicht, ein paar Sekunden, hat er gesehen, gefühlt sich sofort. Man kann die testen. Und Text manchmal, wenn ich Leute, ja genau, man kann die Texte gar nicht lesen dazwischen, diese Tipps da. Was mich gestört hat, wo wir aber nochmal im Endgame speziell drauf eingehen werden, ist, dass einiges in der Story angerissen wird, wenn du als, was nicht aufgeklärt wird im Rahmen der Story, was wirklich erst im Endgame aufgeklärt wird, was ich persönlich unpassend finde. Also ich bin grundsätzlich keine Endgame-Spielerin, mich interessiert das alles überhaupt nicht, aber ich bin jetzt praktisch trotzdem gezwungen, in eine Lobby zu gehen mit anderen Menschen, nur damit ich den Rest des Spiels mitkriege. Also ich finde es ganz gut, dass das Spiel schon so ein gewisses Endgame bietet und man dann einfach nochmal so die Möglichkeit hat, sich das stärkste Gear zu grinden, was man so haben kann und gerade am Ende nochmal so reinzugehen, auch nochmal so einen kleinen Anreiz zu bekommen für den Multiplayer, um da reinzugehen. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die lassen einen so ein bisschen bittersüß zurück da, gell? Ja, also es... Ja, also so viele Gegner, die man so angerissen in der Story sieht, die kommen dann halt erst wahrscheinlich im Endgame und wahrscheinlich auch nicht so, wie man es sich wünscht. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, aber gerade das... Also, das ist... Das haben sie irgendwie... Gerade so die interessanten Charaktere, also die haben auch manche Charaktere einfach sterben lassen, wo du dir denkst, das ist der Megastarke. Ja, manche haben sie einfach so sterben lassen, die sind dann plötzlich, und auch so einfach, du kommst so hin und dann so, ja, der ist jetzt tot. Also, ach so, der ist tot. Und dann willst du ihn so rächen, aber du kriegst ihn auch nur so halb gerecht, weil der andere ist irgendwie, machst ihn platt, aber doch nicht, und dann siehst du ganz am Ende im Abspann nochmal, wie er so wegläuft und so nach dem Ende, weil ich dann schon die ganze Zeit so, es gab so ein paar Gegner, die man so ein paar Mal trifft, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, der kommt jetzt, der wird, der ist ja auch noch da und der wird im Endgame mein Endgegner sein und der kam dann einfach nicht. Und dann siehst du die so ganz am Ende, dass die so irgendwie überlebt haben und die halt dann wahrscheinlich in dieses Endgame, weil wenn man es durchgespielt hat und hat die Story durchgespielt, muss man so Kapseln einsammeln, die mir dann am besten im Multiplayer halt macht, weil er geht zum Sachenfarmen. Da ist die Story auch so relativ kurz. Man kriegt zwar immer was erzählt, aber... Deswegen hoffe ich mir da jetzt auch nicht besonders viel davon. Also ich bin halt mal gespannt, wie dann wirklich das Finale ist, weil gerade die letzten 3 Stunden oder so, die haben sehr viele Fragen nochmal aufgeworfen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Und dann war es auf einmal vorbei. So, und
Es war ein bisschen tragisch. Naja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal ransetzen, dann den Multiplayer nochmal durchpeitschen und dann gucken, was wirklich das komplette Ende ist oder ob wir uns auf den DLC oder zweiten Teil oder so einstellen müssen, um die Fragen beantwortet zu werden. Ich meine, wer Gears of War kennt, das sind mittlerweile 5, 6 Teile, es gibt auch noch so ein paar Nebenteile draußen, also die Gears-Geschichte ist sehr groß. Ja, und ich befürchte schon fast, dass uns sowas in der Art bei Outriders auch erwarten könnte, je nachdem, wie das jetzt wahrscheinlich gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen so waren. Ich weiß es auch nicht, ich habe da jetzt nicht nachgeguckt. Das Einzige, was ich nachgeguckt habe, war, dass Squaresoft, also ein Square-Typ hat geschrieben, Square Enix ist ja, eine von denen hat geschrieben, dass es ein großer Erfolg war, das von Anfang an mit Release in den Game Pass zu packen. Weiß ich nicht, ob die dann, woran die sich da orientieren, ob die einfach einen sehr guten Deal mit Microsoft gemacht haben, dass die dafür einen Haufen Geld gekriegt haben, oder ob die gesagt haben, gut, die Spielerbasis ist durchweg hoch. Es ist jetzt auch nicht so umfangreich, also ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, es ist jetzt nicht wie, ich kenne kein Endgame, für mich das Spiel dann zu Ende. Ja, und Destiny zum Beispiel, Destiny hat ja doch sehr viel mit diesen Raids und so, wo man halt mit mehreren Leuten braucht, mehrere Stunden und dann kamen immer Raids dazu und klar, klassische Endgame-Sachen in so solchen Spielen sind halt sehr große Raid-Bosse oder sowas, wo man wirklich mehrere Leute braucht und dann ein paar Stunden kämpft und das sehe ich da bisher noch nicht so. Ich weiß nicht, der Finale ist noch offen, da müssen wir erst noch hochgrinden und dann sagen wir nochmal unser Fazit im Multiplayer-Video, also bleibt gesund, kreativ und verspielt. Tschüss.